Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Wieder zurück im Ödsturz-Hügelgrab. Ich weiß immer noch nicht, warum es Breaking Fall Sparrow geheißen hat. Letzte Folge, wie wir reingegangen sind. Aber es ist auch egal, da ist ein Trauger. Ich schleiche mich gar nicht erst an. Oh, fucking Ruheloser. Ja? Immerhin machen wir gut Schaden, aber er uns leider auch. Ja, aber wir haben zuerst die Finishing Cam gekriegt. Sehr gut. Alter Nord, zwei Händer. Warum steht der plus 5 Schaden? Vielleicht können wir mehr aus dem rausholen. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen was... Ah, das hat guten Schaden. Davon haben wir 3 Stück, also... Wir werden sicher nicht so viel brauchen. Die hat aber grundsätzlich mehr Schaden. Eisenkriegshammer werden wir sicher nicht verwenden. Die haben kein Gewicht. Am Bogen sollte man vielleicht schon bei haben. Und ja, die Panzerhandschuhe. Ja, haben wir auch einmal weg. Fellstiefel brauchen wir sicher nicht mehr. Stahlrüstung. Oh, es wäre deutlich besser. Dann ziehe mal die an. Und hau die weg. Wir werden sicher noch eine bekommen als Sturmmantel. Werden wir sicher noch unsere Arbeitsuniform quasi bekommen. Und hier ist nichts, also weiter. Oh, wir sind schon im Allerheiligsten. Das habe ich jetzt gar nicht so direkt mitbekommen. Aber gut. Ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, was wir jetzt weitermachen können. Ich werde auf jeden Fall bis zu einer bestimmten Stelle, und zwar bis ich alle 3 Schreiworte von unerbittliche Macht habe, werde ich auf jeden Fall so lange die Hauptquest spielen. Und dann, naja. Eine Frage, haben wir Heilung-Magie als Magie? Jo, dann werde ich das mal kurz anwenden. Das wird wahrscheinlich einer unserer nützlichsten Zauber sein. Oh, verdammt, nee, so. Stahlkriegshammer. Und ich werde auch mal schnell Heilung auf die Favoriten legen. Einfach, weil wir es können. Blocken können wir auch. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ich wollte jetzt an sich laufen, aber... Oh, das kenne ich. Das ist gar nicht so doof. Man kann die jetzt nämlich hier durchlaufen lassen. Und mit etwas Glück passiert das hier. Komm. Nein. Du sollst herkommen. Moment. Sekunde. Los. Voll in die Wand rein. Das gefällt mir doch. Das Problem ist, ich kann den jetzt nicht looten, weil der in die Wand reingebackt ist. Da können wir es ausschalten. Gift, Frostresistenz. Und sonst ist hier erstmal nichts. Ich wollte diese Dinger da runterschlagen, aber... Jetzt natürlich. Ah, jetzt hat es mich auch getroffen. Oder zumindest ansatzweise. Das war so klar. Aber egal, erstmal hier jetzt hoch. Hey, den habe ich jetzt aber nicht getötet, oder? Moment. Achso, nee, von der haben wir schon eine. Übrigens, ich hoffe... Mein Atmen stört eventuelle neue Zuschauer nicht. Ist halt so eine Marke von mir. Kann ich auch nichts dafür. Schon wieder. Bin nämlich Asthmatiker, also... Ich möchte mir jetzt eigentlich nicht ausreden, aber... Ey, fuck, ich brenne! Aber wenn man halt nichts dafür kann, kann man halt nichts dafür. Fertig aus. Oh... Wir sind in der Halle der Geschichten angekommen.
Und müssen jetzt hier die Klaue aktivieren, also mit der Klaue die Tür aktivieren, um genau zu sein. Es sollte bei sonstiges sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schreie gerade ein bisschen, ich weiß, ich bin zu nah am Mikro. Goldene Klaue, hier. Nee, ich will es nicht fallen lassen, ich möchte es genauer betrachten. So. Der Bär, die Fledermaus und die Eule. Bär, Fledermaus, Eule. Genau zweimal. Und Klaue. Und nehmen wir uns gleich wieder. Und es öffnet sich das Tor zum Allerheiligsten dieser Nordgrabstätte. Und weiter. Oh ja, und wir sind eigentlich schon, soweit ich denken kann, am Ende angelangt. Hier sind keine Gegner mehr. Zumindest jetzt noch nicht. Okay, die Mucke. Fledermäuse, naja. Sollte von Outlast Schlimmeres gewöhnt sein, aber naja. Machen wir erstmal das. Unser erster Schrei. Fuß, unerbittliche Macht. Und jetzt müssen wir... Oh Gott, oh fuck, hat der viel Leben. Achso, wir können ja noch nicht schreien, wir haben noch keine Drachenseele. Okay. Ja. Ich glaube, so leicht hatte ich es noch nie mit dem Drachenstein. Oh, der wiegt fucking viel, aber den tragen wir eh nur irgendwo hin. Es ist nicht einmal... Oh, wobei, man kann es vielleicht entzaubern. Mir wurde gesagt, ich soll unbedingt ein bisschen auch Verzauberung machen, um auf meine Waffen dann richtig gut was drauf zu schmeißen. An Schaden und Verzauberungen. Und ich soll auch, wenn es geht, in einem DLC ein spezielles Schwert holen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich jetzt schon wissen möchte, welches. Es war irgendwie eine Blutklinge oder irgend sowas in der Richtung. Ich habe mir den Namen nicht hundertprozentig gemerkt. Blutskaltklinge oder so. Aber egal, ich möchte jetzt nicht spoilern. Ich weiß es ehrlich gesagt selber noch nicht. Aber wenn es nicht allzu versteckt ist, werde ich es garantiert finden. Und eine sehr geile Vorrichtung, wie ich finde. Und ich glaube, bei mir klingelt gerade mein Telefon im Hintergrund. Also wenn ihr das hört, tut mir sorry, aber man kann nicht immer alles haben. Okay, oh. Blumen kann man zur Not verkaufen und das ist auch ein Verkaufsobjekt. Scheiß Telefon im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört es wie gesagt nicht und wenn, ja, sorry. Und jetzt geht's auf nach Himmelsrand. Ich beschwere mich ein bisschen zu viel über meine Umgebung, wenn irgendwie gerade mal was dit macht oder irgend sowas. Das ist zum Beispiel eine Waffe, so ein zweihändiger Zwergenhammer. Mit der würde ich, glaube ich, gerne umeinander laufen. Und ich finde es verblüffend, dass wir schon Stufe 3 sind. Im Normalfall gehe ich mit Stufe maximal 2 aus diesem Grab raus. Letztes Mal hatte ich hier irgendwelche Feinde auf mich lauern. Den Weg von hier aus nach Flusswald gehe ich übrigens gerne zu Fuß. Weil es auf dem Weg noch etwas zu entdecken gibt. Und zwar die Hütte einer alten Frau. Ignis Hütte oder irgendwie so in die Richtung. Dafür müssen wir jetzt hier einfach ein bisschen am Rand dieses Felsmassives gehen. Übrigens dort hinten, dort wo das Haus in etwa ist,
gibt es dann auch für uns ein Haus in Hertfire. Und wahrscheinlich ist das das Haus, was ich mir kaufen werde. Ich weiß, es gibt drei. Wobei, das habe ich schon mit einem zweiten Charakter, also mit meinem anderen Charakter, den ich momentan spiele. Also, vielleicht nicht. Vielleicht werde ich das in Dämmerstern oder in... Oh, noch eine Stufe, danke. Danke, ihr kleinen Wölfe. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall anfangs mal auf jeden Fall Gesundheit leveln, weil wir sehr stark im Nahkampf sind. Also sehr viel. Und in späterer Folge vielleicht etwas... wo ist es denn? Also zweihändig auf jeden Fall, Schwerrüstung auf jeden Fall, Schmiedekunst etwas. Und in späterer Folge eventuell Verzauberung. Und zwar in Richtung Feuer-Frost-Zauber. Weil das werde ich sicher nicht machen, das mag ich nicht. Und das hier, Fertigkeiten brauche ich jetzt eigentlich nicht zu verzaubern. Das ist ja bla bla bla. Nee. Das ist mir alles unwichtig. Hier werde ich auf jeden Fall auf den rechten Baum gehen, also Zwerg, Ork, Ebenerz, also schwere Rüstung. Eventuell, dass wir dann mit einer tedrischen Kriegsaxt umeinander ziehen und 60 Schaden machen. Das wäre schon gut. Ich werde jetzt anfangs allerdings nochmal zweihändig leveln. Und zwar mächtige Angriffe verbrauchen weniger Schaden. Naja, Angriffe mit Streitäxten, Blutungsschaden. Angriffe mit zwei anderen haben eine Chance von kritischen Schaden. Kriegshämmern. Also ich würde ja sehr gerne mit Hämmern umeinander laufen. Nur da ich mir noch nicht ganz sicher bin, werde ich davon noch nichts leveln. Stand. Wichtige Angriffe auf dem Stand können gegen, ja. Aber dafür brauche ich mehr Punkte. Gut, dann wird es wahrscheinlich doch schwere Rüstung werden. Oder erstmal Schmiedekunst. Nee, einmal schwere Rüstung und dann beim nächsten Mal vielleicht Schmiedekunst. Wir leveln ja Gott sei Dank ziemlich schnell auf. Drüben ist irgendwas, aber da gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind bei den Wächtersteinen, habe ich gerade gesehen, aus dem Augenwinkel. Und da ist das, was ich gesucht habe. Die Type schläft nicht, okay. Hier hält sie sich auf. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Ja, ja, die ist keine einfache alte Frau. Sondern was viel Schlimmeres. Ich werde jetzt nämlich einfach mal umbringen. Die ist nämlich eine ganz schön fiese Zauberin. Der auch gern mal was richtig Böses auf uns drauf zaubert. Und ganz ehrlich, für ihr Alter hat sie einen verdammt sexy Body. Also ganz ehrlich. Ich habe noch nie eine Frau in einem Alter von 60 gesehen, die so ausschaut, wenn sie sich auszieht. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, dann nur zu, sagt es mir. Ich glaube nämlich nicht. Die Säcke, naja, Äpfel und sowas. Ich bin immer so am Überlegen, was Eismiran? Achso, das war das da hinten. Gemüsesuppe, nee. Was aber das Wichtige ist, verbessert nämlich Alchemie. Außerdem, hier gibt es Tränke. Und, das ist jetzt hier ganz wichtig, unten hat sie nämlich einen Keller, der voller Magie und magischer Sachen steckt. Und wenn ich da mal reinkomme, danke, dann gibt es auch richtig ab mit unseren verschiedenen Verzauberungen und so. Hier ist nämlich erstmal ein Alchemie- und ein Trankmischerbeutel. Hier unten, naja. Flöten kann man, glaube ich, den adoptierten Kindern schenken in DLC. Was für ein Schädel? Ne, kein Schädel. Totenschädel. Echte Menschen-Totenschädel. Was? Nein, nicht Schrank. Ich will das Gift. Salz, ne, Knochenmehl.
Annies Brief. Okay, soll ich mal vorlesen? Keine Ahnung. Für diejenigen, die das noch nie gelesen haben, können ja pausieren. Ich werde diese, wie gesagt, schon im Original Skyrim vorhandenen Texte wahrscheinlich nicht durchlesen. Achso, wir haben das noch nie verwendet, okay. Werden wir mal ein bisschen was entzaubern. Oh, die ist aber... Illusion brauchen wir an sich nicht und die ist sehr wertvoll. Magiker brauchen wir auch nicht. Schwere Rüstung, das wäre schon irgendwie ziemlich geil, wenn wir dieses verzaubern können. Können wir schon irgendwas verzaubern? Vielleicht unsere momentane Stahlkriegsaxt? Kriegshammer? Mit Frostschaden, yeah. Oh fuck. Wir können ja noch nichts machen, so weil wir nur winzige Seelensteine haben. Gut, wir müssen auf jeden Fall den Seelenfallen-Zauber auf jeden Fall kaufen, wenn wir wieder in Weißlauf sind. Bei dem Magier. Und ich denke mir, von hier aus können wir jetzt auch wieder zurückreisen. Wir reisen erstmal nach Flusswald, weil dort wartet ein gewisser Lucan Valerius auf seine Klaue. Und ich glaube, der gibt uns 100 Gold. Und am Anfang ist 100 Gold echt nicht schlecht für eine Bezahlung. Und... Oh, diesmal war die Ladesequenz nicht so schlecht. Von einem Drachen vernichtet. Ja. Das ist kaum zu glauben, oder? Ne, ich hab's gesehen. Also warten. Oh fuck, wir müssen den ganzen Tag warten. Also die ganze Nacht. Komm schon, ich hoffe, das ist. Ah, das könnte sogar nicht reichen. Ja, doch, es reicht. Hat er nicht eh rund um die Uhr geöffnet? Moment, der sagt das doch immer, wenn man. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich weiß Hallo. Nicht, was ihr gehört. Ja, ein Ornament. Ja, es ist etwas passiert. Ihr habt sie gefunden. Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Hey, gib mir Geld. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Hey. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Das Gute ist, wir können auch ein paar seiner Tränke jetzt einfach nehmen. Und alles, was ich einfach nehmen kann, nehme ich natürlich auch. Essen ist ein bisschen Heilersatz. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die... Oh, den kann ich einfach nehmen, danke. Und auf Wiedersehen. Damit haben wir jetzt mal eben an die 500 Gold gescheffelt. Und zwar einfach mit bei der Hauptquest. Also das nenne ich einmal ordentlich. Und jetzt bei der Drachenfeste werden wir auch mal ganz schnell den Seelenzauber kaufen. Genau das wollte ich die ganze Zeit machen. Ich weiß nicht, ob man bei den Gefährten auch diese Iskramor-Axt kriegt. Wenn ja, ist sie vielleicht ganz gut als Waffe für uns geeignet, wenn die richtig Geld Schaden macht. Übrigens, ich habe mir überlegt, also ich rede jetzt genau dich an, du, der mir gerade zuhört, schreib mal in die Kommentare, ob ich eventuell diese dädrischen Artefakte auch versuchen soll zu finden und dazu quasi jedes Artefakt in ein Video zu verpacken, bei Gelegenheit, also... Schon ins Let's Play gemischt und nicht als eigene Serie, aber... Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Kann ich dir jetzt nicht einfach das geben? Vom Ödsturz-Hügelgrab. Ja. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Belohnung. Das müsst ihr mit... Ja, ja. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Das ist Delfin. Wo ist der Jarl? Hallo, wo ist der Jarl? Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Na, ich will wissen, wo der ist. Ist der sicher oben, oder? Wir können jetzt bei dem nämlich das Haus kaufen. Ich werde den Bug nutzen, weil ich erst einmal... Noch nicht. Was heißt noch nicht? What the fuck? Noch nicht. What the fuck, der Questmarker ist über dir. What the fuck, schaut euch das an, der Questmarker ist über dem und der sagt... Noch nicht. Alter, fuck you. Ich werde jetzt gleich alle umbringen und das zwar... Moment, jetzt schaut keiner, oder? Yeah. Sehr gut. So, Seelenstein. Mhm. Und
Jetzt ist da gerade keiner, das ist gut. Das heißt, ich werde mal alles wegnehmen, was der hat. Was mir wichtig ist. Okay, mir ist da nichts wichtig. Ist hier drüben vielleicht was? Ein Goldbeutel. Aber den kann ich eh so nehmen. Nord von Himmelsrand brauche ich nicht. Verlorene Legenden. Nee. Gut. Hier waren übrigens gerade Einbrecher da, gell? Geht doch runter zur Kaserne. Was zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich weiß. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ich weiß auch das. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Ich weiß allerdings nicht, warum ich den Dialog nicht überspringen kann. Dienst, ihr mir erwiesen habt, indem ihr Fahrengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen und bitte nehmt also, dieses Geschenk okay. aus meiner persönlichen Waffen. Ja, ja, entgegen. Gewehr. Helft Irilet, diesen Drachen zu töten. Na, Verkaufsobjekt. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. So, ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt. Kann ich jetzt mit dir? Nein, nicht wie ich will nichts verzaubern. Die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten. Ich will was kaufen. Für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Was? Ich bin kein Magier. Mir geht's allein um. Wo ist es? Es muss irgendwo unten sein. Seelenfalle. Ja, Seelenfalle hier. Danke. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die. Nee, ich will jetzt diese Akademie-Quest nicht haben. Ich möchte jetzt den Zauber lernen und mich jetzt ganz schnell verpissen, bevor. Gut, die Karte wurde nicht aktualisiert. Und jetzt geht's auf zum westlichen Wachturm und gegen den ersten Drachen zu kämpfen. Aber das werden wir erst im nächsten Part sehen bei Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim. Und derweil sage ich schon, bis zum nächsten Mal. Tschüss.